Du nutzt die Contest-App und willst wissen, wie viel Einkommensteuer du eigentlich zur Seite legen musst? Dann bekommst du in diesem Video eine Antwort. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und wenn du Contest nutzt, fragst du dich vielleicht, wie viel Prozent deines Einkommens du eigentlich zur Seite legen musst und wo du das Ganze einstellen kannst. Genau das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an und zwar ganz konkret anhand eines Beispiels. Dafür nehme ich auch einmal mein eigenes Bankkonto in die Hand. Der Startbildschirm, der sollte dir bekannt vorkommen. Ganz oben steht dein gesamter Kontostand, unten stehen deine Transaktionen und es steht auch da, wie viel Geld dir tatsächlich gehört auf diesem Bankkonto. Falls du Fragen hast zu dem generellen Aufbau der Contest-App, dann habe ich dazu auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Das findest du einmal hier verlinkt. In diesem Video wollen wir uns aber mal näher damit beschäftigen, wie hoch der Prozentsatz eigentlich sein sollte, den du zur Seite legen solltest. Erstmal schauen wir uns an, wo du das Ganze einstellen kannst. Und zwar, wenn du oben links in der App einmal auf das Symbol klickst, dann öffnet sich ein Bereich zu deinem Konto, wo du verschiedene Informationen über dein Konto findest. Uns interessieren aber die Einstellungen, die du ganz unten findest. Sobald du darauf geklickt hast, siehst du direkt, dass man da für die Einkommensteuer bestimmte Angaben vornehmen kann. Wir klicken auf Einkommensteuer und haben dann zwei Möglichkeiten. Und zwar hast du einmal die Möglichkeit, hier deinen persönlichen Steuersatz einzustellen. Und die andere Möglichkeit ist eine gesetzliche Vorgabe, die jedes Bankkonto in Deutschland erfüllen muss. Und zwar muss jedes Bankkonto die Steueridentifikationsnummer des Kontoinhabers abfragen. Was deine persönliche Steueridentifikationsnummer ist, was der Unterschied zur Umsatzsteueridentifikationsnummer oder zu deiner normalen Steuernummer ist, dazu habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen. Das findest du einmal hier verlinkt. Uns interessiert jetzt aber erstmal die Einstellung des Steuersatzes, um festzulegen, wie viel Prozent deines Einkommens eigentlich zur Seite gelegt werden muss. Dafür klicken wir auf Steuersatz. Es öffnet sich ein Bereich, wo du nach Jahren aufgegliedert einstellen kannst, wie hoch dein Steuersatz ist. Warum nach Jahren aufgegliedert? Das liegt daran, weil du ja jedes Jahr einen unterschiedlichen Steuersatz haben kannst. Du gibst pro Jahr eine Einkommensteuererklärung ab und so kann es sein, dass du in der Einkommensteuererklärung für 2020 beispielsweise einen Durchschnittssteuersatz von 25% hattest, im Jahr 2021 von 29% und im Jahr 2021 von 42%. Genau dem trägt auch die Contest-App Rechnung, indem du quasi für jedes Jahr separaten persönlichen Steuersatz eintragen kannst. Diesen Satz änderst du, indem du einfach auf die Zahl klickst. Standardmäßig sind 30% eingestellt. Und hier hast du die Möglichkeit, alle Steuersätze zwischen 0% und 45% einzustellen. Wie du jetzt deinen persönlichen Steuersatz herausfindest, dafür haben wir ein kostenloses Tool gebaut. Das findest du auch unter diesem Video einmal verlinkt. Dieses Tool schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an und rechnen es anhand eines Beispiels durch. Dieser Steuerrechner wird dir deinen durchschnittlichen Steuersatz anzeigen, den du dann in der Contest-App hinterlegen kannst, damit Contest genau diesen Prozentsatz von jedem Einkommen zur Seite legen kann. Um den Steuersatz herauszufinden, musst du verschiedene Fragen beantworten. Die Fragen findest du einmal auf der linken Seite schon vorgegeben und du siehst darunter auch schon deinen voraussichtlichen Prozentsatz, das heißt deinen voraussichtlichen durchschnittlichen Steuersatz. Wir klicken einmal auf Jetzt loslegen und die erste Frage ist die Frage nach deinem Umsatz. Wie viel Umsatz planst du in diesem Jahr? Ich gehe davon aus, dass ich in diesem Jahr 100.000 Euro Umsatz machen werde. Die nächste Frage ist die Frage nach den Geschäftsausgaben. Warum? Weil ich ja nur auf den Gewinn Steuern bezahle und nicht auf den Umsatz. Hier kannst du auch mit dem Regler nach rechts und links schieben und siehst auch, wie sich links dein Steuersatz verändert. Ich selbst liege aber bei 1.000 Euro im Monat für meine laufenden Kosten. Die nächste Frage ist die Frage nach den sonstigen Einkünften. Auch das erklärt sich relativ einfach deswegen, weil du ja die Einkommensteuer auf dein gesamtes Einkommen zahlen musst. Das heißt, hier musst du deine sonstigen Einkünfte aus zum Beispiel einer Angestellten-Tätigkeit hinzufügen, aus Vermietung, Verpachtung, Kapitaleinkünfte und all diese Dinge, die kannst du hier eintragen. Bei mir ist es 0 Euro, weil ich sonst keine anderen Nebeneinkünfte habe. Die nächste Frage ist die Frage, ob du in der Kirche bist. Das ist wichtig, weil wenn du in der Kirche bist, musst du Kirchensteuer bezahlen und das erhöht natürlich deinen Steuersatz. Ich persönlich bin nicht in der Kirche und klicke deswegen Nein an. Ich bin nicht verheiratet, ich habe null, also gar keine Kinder. Und was steuerlich einen sehr, sehr großen Einfluss hat, sind deine Rentenversicherungsbeiträge. Wenn du viel in die Rentenversicherung einzahlst, dann reduziert sich dein Steuersatz. Da das so einen hohen Einfluss hat auf deinen Steuersatz, fragen wir auch danach. Bei mir sind das 15.000 Euro, das heißt, ich schiebe den Regler auf 15.000 Euro, klicke weiter und bekomme als Ergebnis meinen persönlichen, privaten,
Durchschnittssteuersatz für die Einkommensteuer. Bei mir liegt der bei 32%. Das heißt, ich muss in der Contest-App 32% Steuersatz eintragen. Als wichtiger Hinweis hier, es geht auch genau um diesen Durchschnittssteuersatz. Wenn du googelst und herausfinden möchtest, was dein Steuersatz ist, wirst du auch immer Grenzsteuersätze oder Spitzensteuersätze herausfinden. Das ist aber etwas anderes. In der Contest-App musst du bitte immer deinen Durchschnittssteuersatz eintragen. Nachdem wir jetzt den persönlichen Steuersatz ausgerechnet haben, müssen wir diesen Steuersatz natürlich noch in der Contest-App eintragen. Und dafür nehme ich einmal wieder mein Bankkonto in die Hand. Wir sehen auf der Übersichtsseite, dass in dem Bucket Mainz gerade 3.441 Euro liegen. Und wir schauen uns einfach mal die Steuerrücklage an. Die Steuerrücklage liegt gerade bei 1.475 Euro. Allerdings habe ich jetzt ja noch nicht meinen persönlichen neu ausgerechneten Steuersatz eingestellt. Dafür klicke ich einmal wieder oben links und gehe in die Einstellungen für die Einkommensteuer. Hier kann ich für das Kalenderjahr 2021 meinen persönlichen Steuersatz von 32% eintragen. Und jetzt schauen wir einfach einmal, was sich verändert hat in der Steuerrücklage. Wir sehen, dass jetzt das Contest-Konto nicht mehr 1.475 Euro für mich zur Seite gelegt hat, sondern 1.573 Euro. Genau das macht Contest für dich. Contest legt dir genau deinen persönlichen Steuersatz immer zur Seite. Mit jeder eingehenden Transaktion, das heißt jedem Umsatz, erhöht sich deine Steuerrücklage und mit jeder geschäftlichen Ausgabe reduziert sich diese Steuerrücklage und der Prozentsatz, den kannst du immer in den Einstellungen ändern. Den kannst du übrigens auch später im Laufe des Jahres, falls du überraschenderweise mehr oder weniger verdienst als erwartet, jederzeit nachjustieren. Die zweite wichtige Einstellung, die du für die Einkommensteuer vornehmen musst, die schauen wir uns jetzt auch noch einmal an und gehen dafür wieder in die Einstellungen für die Einkommensteuer. Und zwar geht es hier um deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Dort wählst du einmal steuerpflichtige Länder aus. In den meisten Fällen wird es bei euch Deutschland sein und hast dann hier die Möglichkeit, deine persönliche Steueridentifikationsnummer anzugeben. Es ist wichtig, dass du das innerhalb von 90 Tagen nach Kontoeröffnung machst, da wir sonst leider dein Konto sperren müssen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir dabei helfen, die richtigen Einstellungen in der Contest-App vorzunehmen. Wir haben auch noch weitere Videos über Contest gedreht. Zum Beispiel findest du hier ein Video, wo wir einen generellen Überblick über die App gegeben haben und diese Buckets erklärt haben. Außerdem findest du in diesem Video mehr Informationen darüber, wie du die Umsatzeinstellungen in der App vornehmen kannst. Wenn du außerhalb davon aber noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einfach eine Nachricht im Chat in der Contest-App. Ich würde mich persönlich aber auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, was du hier machen kannst. Erklärt sich auch fast von allein, weil die Kirche erhebt Kirchensteuer und das ist falsch, die Kirche erhebt keine Kirchensteuer, es erhebt das Finanzamt, merken.